Oh, was geht YouTube? Chris hier, zurück mit einem neuen Escape from Tarkov Video und heute mit einem neuen Escape from Tarkov Event, denn Reshalla hat sich nach Shoreline verirrt. Bellstate hat gestern diesen handgeschriebenen Zettel hier gepostet, auf dem steht in russischer Handschrift übersetzt, sinngemäß drauf, von einem Skeff an den anderen, lass mal besser nicht ins Resort gehen zurzeit. Reshalla ist da mit seinen Jungs unterwegs und hat Geschäfte mit Sanita am Laufen. Wir gehen am besten wann anders wieder unsere Drogen holen. Und tatsächlich, Reshalla ist gerade auf Shoreline im Resort. So wie es aussieht, auch mit einer 100%igen Spawn-Chance. Das gleiche gilt, so wie es aussieht, auch für Sanita, der immer im Resort ist. Er hat also nicht seine anderen Spawn-Punkte, sondern ist nur im Resort unterwegs. Und scheinbar auch mit 100% Spawn-Chance. Das ist zumindest alles, was ich jetzt aus den Testruns, die ich gemacht habe, rausfinden konnte. Und das Ganze kann dann lustig ausgehen. Wenn ihr also mal richtig in die Schüssel greift, dann sieht es so aus wie in dem Gameplay, das ihr gleich von mir sehen werdet. Kann schon mal heiß hergehen. Bevor wir jetzt aber ins Gameplay einsteigen, will ich nochmal ganz kurz meinen Partner Kader Games erwähnt haben. Seit einem Jahr sind sie mittlerweile mein Partner hier auf dem Kanal. Und hunderte von euch haben sich auch schon über meinen Code einen Mauspad gegönnt. Jeder war zufrieden und das freut mich natürlich wahnsinnig. Kader Games bietet hochwertige Mauspads an, um Nähte-Ränder, wasserabweisende Oberfläche, geile Designs und mit meinem Code TotallyAccurate10 kriegt ihr nochmal 10% und unterstützt meinen Kanal damit direkt. Und jetzt würde ich sagen, genießt ein bisschen Doppelboss-Gameplay auf Shoreline. Понял, бля! Понятно, понятно.